Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ja, wir legen wieder los. Es gibt eine Menge, mir hängt das Kabel im Weg rum, es gibt eine Menge interessante Themen, über die ich reden will. Und ja, wir legen einfach mal los und schauen mal, was wir erreichen. New Run, ich würde diesmal nicht Isaac nehmen, sondern wir probieren mal einen anderen aus. Steht hier vielleicht irgendwie... Kane ist noch nicht unlocked. Lazarus Eden. Mit. Die Magdalena mag ich gar nicht irgendwie. Die haben keine Ahnung. Wir nehmen mal Isaac. Ich bin auf hart. Also, es kann passieren, dass ich fehle. In der letzten Aufnahme. Also, ich muss erstmal zur letzten Aufnahme was sagen. So, wir legen erstmal hier los. Kommen wir mal in den Raum. Was ist das für ein Zimmer? Jawohl, geil, wir haben es gleich gesprengt. In der letzten Aufnahme, ich muss es sagen, es gibt einen Grund, warum ich mich so lange drum geschämt habe mit Webcam auf dem Guppies Palm Soul Converter. Da muss ich da mal gucken. Ah, da ist es glaube ich schon. Ne, ist es nicht. Guppies Palm Soul Converter. Guppies Palm. Wie sieht das aus? So. Ich finde es nicht. Was wird UZ ausgeschrieben? Hab ich jetzt. Kann sein, dass ich es falsch aufgeschnappt habe. Guppies Palm. Nein, findet er nicht. Okay, gut. Wir machen weiter. Es liegt ganz einfach daran, meine lieben Freunde, dass ich selbst beim Zocken, das merke ich ja immer wieder selber, dass ich da ein sehr monotones Gesicht immer drauf habe und dass ich auch eine sehr monotone Stimmlage manchmal... Oh, was ist das denn? Summon Bombs! Was macht Summon Bombs? Summon... Also spawnt Bomben, das ist mir schon klar. Spawn Straw Bombs at random locations around the room. Bombs are affected by Alpha Passive... Ah, okay. Und wie ist das jetzt hier? Können wir mal gucken. Guppies Pav. Guppies Pav. Dead Cat. Da ist es doch. Guppies Pav. When used, remove one herd container and gives you free so. Wow. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Da will ich damit nehmen. Fail. Geil. Hilfe. Okay, super. Also ich merke schon, dass ich immer in der Webcam, ich gucke dann halt so monoton, gucke nicht in die Webcam und so ein Spaß. Und das will ich halt keinem, also ich will das natürlich verbessern. Das sind keine weißen Steine, gell? Deswegen lasse ich es immer. Und ich bin halt auch nicht multitaskingfähig. Also ganz ehrlich, ich bin nicht multitaskingfähig. Das wissen, glaube ich, einige, die mich schon länger gucken, dass ich, wenn ich rede und spiele gleichzeitig, dass das sehr schwer für mich ist. Das ist natürlich ein... Oh, das brauche ich gar nicht. Ein... Das ist natürlich ein Fazit, der nicht unbedingt gut ist, und den ich versuche zu verbessern, natürlich auch hier im Let's Play. Und dazu ist dieses Spiel momentan... Na komm, probieren wir es mal. Stirb, Bettler! Broken Magnet. Huch. Broken. Broken, 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 broken. Broken Magnet. Has a particle magneto effect and will attract coins. Ooh. Wait a moment, wir gucken mal. Witzig. Okay, das ist ja geil. Plop. Wie geil. Gucken wir gleich mal hier oben, ob wir hier noch was übersehen haben. Hätten wir das gar nicht sprengen müssen, hier aber egal. Geil, nicht mehr sprengen für Geld. Nein. Wie geil, bitte. Feier ich. Okay, hier ist nichts. Wir waren also schon richtig. Und da waren noch Coins, sehe ich gerade. Coins, Coins, Coins. Ja, und deswegen will ich versuchen, ich will vor allen Dingen versuchen, meine Stimmlage zu verbessern. Ich will vergessen.
Wo sehe ich? Achso, Coin, das ist der Kaufraum. Ich will verbessern, meine Mimik zu verbessern. Ich will einfach verbessern, dass ich verbessern und verbessern und vieles verbessern. Öffnen kann ich es nicht, das ist super. Gemeines Vieh und dann. Da ist ein blauer Stein. Und ich habe gerade meine Bombe aufgebraucht. Wie behindert bin ich eigentlich? Ich hoffe, ich krieg noch eine Bombe. Bitte lass mich noch eine Bombe kriegen. Gemini. Nein, nicht Gemini. Nein, ich hasse Gemini. Ich hasse Gemini. Stirb, Gemini. Was ist das? Was? Stirb, stirb. Genau bei sowas kann ich, weil wenn ich gegen Bosskampf kämpfe, da kann ich unmöglich nebenbei noch viel labern, weil da muss ich mich echt konzentrieren. Da bin ich zwar nicht der einzige Let's Player, der dieses Problem hat, aber ganz ehrlich, das ist unangenehm. Stirb jetzt einfach mal hier. Ja. Irgendwas hat er gerade geblinkt. Oh, nein. Ah, jetzt kriegt er ja so einen Rage-Mode hier, der Kleine. Okay, ich will echt keinen Solo verlieren. Wir spielen es auf hart, ist natürlich hart. Au, ja, komm. Hilfe. Angst. In die Webcam gucken ist sie ganz doof, wie BD bei sowas. Ich weiß auch nicht, ihr könnt ja gerne mal. Ich habe ja gemerkt, dass Let's Play kommt sehr gut an. Autsch, da habe ich gerade irgendwie das Tastatur nicht getroffen. Das Let's Play kommt ja sehr gut an bei vielen. Das ist, glaube ich, das zweitmeistgeguckteste Let's Play momentan. Das drittmeistgeguckteste nach The Forest und Rising World. Oh. What are you? HP up, sehr schön. Kann ich eigentlich. Wie krass, bitte. Wir haben keine Bomben gefunden, gell? Aber wir haben Solo so ein Ende. Scheiß drauf. Ja, und das versuche ich halt also zu verbessern. Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich mich verbessern könnte, was euch vielleicht am meisten stört, vielleicht stört euch ja irgendwas, sagt das einfach mal in die Kommentare. Schreibt es einfach mal rein, was stört euch, was würdet ihr meinen, was wäre das Erste, was ich auf jeden Fall verbessern müsste, damit die Let's Plays noch wesentlich interessanter für euch werden. Da hab keinen Schlüssel. Da möchte ich natürlich gerne mitmachen, also... das war so klar jetzt, ne? Also wenn ihr Vorschläge habt, rein in die Kommentare. Ich richte mich da wirklich gern nach euch. Ich mach's ja für euch im Endeffekt. Von daher richte ich mich natürlich auch gern nach euch. Schlüssel, okay. Dann können wir mal ganz kurz hier oben in den Raum rein. Na, Teleport ist scheiße. Nehme ich beide, ich über das da. Das ist cool. Also Teleport ist sicher auch ganz toll, aber... Na, das war klar. Stirb! Okay, wir haben aber noch genug Herzen, also so ist es ja nicht gerade. Wir haben gut Herzen momentan durch das Item. Problem ist halt, dass die Items, dass die Herzen nicht anhalten. Das heißt, wenn die weg sind, sind die weg und wir bekommen die auch nicht wieder. Das ist das Risiko, mit dem ich gerade spiele. Aber ich denke, das Risiko können wir eingehen. Weil ich so ein übelster Profispieler bin und hier einfach so viel Erfahrung in dem Spiel habe, kann ich Risikos eingehen, ja? Das ist, ergibt Sinn. Stirb erstmal du, dann stirb hier hinten du da. Ja, komm hier, genau. So, dann du da oben. Ja, los, komm, stirb. Komm, Jörn, stirb doch, genau. Und ist einer noch für dich. Plopp, und das war's. So. Pupu kaputt gemacht. da unten ist der Boss-Room. Aber da will ich ja noch nicht hin. Weil hier gibt es eine ganze Menge zu tun eigentlich. Ich bräuchte nur mal ein bisschen Schlüsse oder sowas. Hier muss man Geld bezahlen, gell? Der nimmt ja nur rote Herzen, deswegen mache ich das mal lieber nicht. Sprengen kann ich es auch nicht. Wir haben keine Bomben. Ich brauche unbedingt Bomben. Stopp. Okay, der ist tot. Und der ist tot. Was ist es? Nicht die Affenbombe. Ah, das wollte ich gerade aufsammeln.
So, das geht ja ganz easy eigentlich. Ich frage mich, warum die das... Achso, die, klar, das sind die, die man auf eine gewisse Reichweite töten kann. Wow. Okay, kann man nicht aufsammeln. Gut, also gut ist das nicht, aber wir können es ja nicht aufsammeln. So, weg damit. Schnell die kleinen, nervigen Fliegen. So. Oh, scheiße, ich dachte, ich treffe sie gerade. Mit der Aktion. Los, komm schon, triff sie. Triff sie. Ja, also. Triff sie nochmal. Sehr. Was, du explodiert? Wow. Und ich muss da wirklich, da muss man echt, das ist echt schwierig. Also wenn man konzentriert die ganze Zeit über, wenn man das nicht kann, so in die Kamera gucken will und dann irgendwann vergisst es einfach. Und dann denkst du dir, oh scheiße, ich habe jetzt schon seit 10, 5 Minuten über die Kamera geguckt und denkst du, oh mein Gott, ah, wieso bin ich da reingerannt? Okay, wir haben Schlüssel gefunden, der können wir glaube ich aber gerade nirgendwo, nee, warte mal, das ist ja gar nicht der Bossraum. Das andere war der Bossraum. Nee, das hier ist der, das ist der Bossraum. Ich frage mich, warum das rot war, aber egal. Okay, wir haben eine Bombe gefunden, das ist nicht schlecht. Dann können wir schon mal irgendwas sinnlos in die Luft sprengen. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet momentan, ne? Stopp. Nee, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir erstmal in den Kampfraum da unten rein. Mal schauen, vielleicht findet man was Cooles. Ich glaube aber eher, dass wir nur Feinde finden. Okay. Oh, du bist es. Hallo, kleiner Mann. Na, wie geht es dir? Ja, 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 ich bin ein bisschen... Dachte ich, ja, ja, ich bin ein bisschen weit weg, ey. Du kriegst mich eh nicht. Und dann, ja, mach das einfach sowas. Na gut. So, da kommt er wieder auf. Angehüpfert, der kleine Scheißer. Wir verlieren ganz schön Herz, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Bin ich wirklich so schlecht? Ja, bist du. Okay. Stirb! Stirb! Alter, das war knapp. Okay. Go, go, go! Bei dem kann ich in die Webcam gucken. Das ist alles schön. Wow. Glaube ich. Stirb! Monstro! Und da haben wir ihn. Sehr schön. Was? Ja, na klar, warum nicht? Kommt natürlich noch mehr. Achso, das ist ja hart. Na gut. Das war jetzt irgendwie klar. Autsch. Aua. Ich will mich gerne erstmal auf einen konzentrieren, aber die hüpfen so durcheinander. Da ist Konzentrieren eine ganz schlechte Idee. Also eine gute Idee schon, aber... Und die Umsetzung davon ist eine ganz... miserable Sache. Oh, sehr schön. Okay. Alter, wie viele Herzen wir gerade verloren haben. Und ich glaube, wir haben nicht mal was Intelligentes bekommen. Na gut, wir haben ja also noch anderthalb Herzen, die können wir aufsammeln. Allerdings bringt uns das eh nicht, weil wir ein halbes... Wir könnten maximal ein halbes Herz verlieren. Ist ein bisschen tricky. Hier ist auch kein blauer Stein, gell? Na, da wollen wir mal einen Boss machen und hoffen, dass wir ihn bekommen. Ach, da war ein Geheimraum noch, habe ich gesehen. Ach, das ist Monstro. Na gut, okay. Haben wir ja gerade schon gemacht, Monstro. Das ist also kein Problem. Monstro! Lalalalalala! Boah! Alter! Ich frage mich zwar, wie ich das nicht bekommen konnte, aber egal. Ich bin echt ganz dankbar dafür. Ja, der spuckt ziemlich viel heute, hä? Autsch. Autsch. Was ist denn jetzt los? Hör auf damit. Hör auf. Ja, spring eine Weile, genau. Springen ist cool. Immer schön springen. Immer schön springen, genau. Ja, der springt super. Mach weiter so, Junge. Wir lieben dich. Glaube ich. Alter. Okay. Oh, Devil Deal.
All starts up, Magic Mushroom, geil. Erstmal gehe ich ganz kurz hier rein, weil da war ja noch der Raum, der geheim. Rusted Kites, here's lucky. Bekommen wir mehr Schlüssel mit dem Ding, ne? Geld oder Schlüssel? Ich nehme mal Schlüssel. Ja, nein. Ich nehme mal Schlüssel, ist glaube ich besser. So, dann gucken wir mal hier rein, was hier dazu ist. Jetzt ist die auf einmal da. Ich nehme den mal mit. Ich weiß, das ist momentan sehr riskant, aber ich brauche jemanden, der eventuell ein bisschen mehr Schaden macht mit mir zusammen. Deswegen nehme ich den mal mit. Oh mein Gott, Popo ins Gesicht. Cave 1, da gehe ich noch nicht durch. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? What the fuck? Wer bist du? Alter, wieso macht er das zur Seite? Das ist mega behindert. Ich bin jetzt zweimal reingelaufen. May the light heal and enlighten you. Keine Ahnung. Okay. Der erste Raum war echt heftig gerade. Okay, da sind wir gerade noch so durchgekommen mit der Karte. Ich wollte eigentlich zuerst die Karte. Oh nein, wir haben keine Herzen mehr. Wir haben echt keine Herzen mehr. Das ist unser Fehler jetzt, wenn wir jetzt die Herzen von dem Wasser hast. Wir können uns nicht mehr healen. Das wollte ich jetzt eigentlich so gar nicht. Alter. Wie lucky das gerade von mir war. Mit? Nochmal. Rusted K, was ist das? Child's Heart. Oder Child's Heart. Child's. Ah, da war's. Child's Heart. Gives Isaac a higher chance to find hearts from drops, other clearing a room and from chests. Ja, Problem ist, Herzen bringen momentan gar nichts. Obwohl bringt das nur die. Damit sind normale Herzen gemeint. Ne, ich nehme mal das mit. Ich habe damit sind nur normale Herzen gemeint, deswegen lasse ich es mal liegen. Autsch, 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 okay. Jetzt wird's echt kritisch langsam. Hier habe ich echt eine Bombe gebraucht, um auf den anderen Raum reinzukommen. Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich einfach durch die Gegend schubse. Okay, wir haben gerade echtes Problem. Wir haben noch ein halbes Soul Heart, dann war's das. Ich glaube, dieser Run wird gleich vorbei sein. Ich kann's. Okay, der Raum sollte eventuell noch schaffbar sein. Glaube ich. Der droppt Spinnen, den hole ich zuerst raus, weil Spinnen sind eklig. Na komm, stirb. Okay. Sehr schön, okay, der ist tot. Der hat Herzen gedroppt. Die bringen mir nichts. Ich kann die Herzen nicht aufnehmen. Warum habe ich alles... dieses scheiß Katzen-Item. Soul Hearts. Wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Wir brauchen unbedingt ein HP-Up-Item. Oh, das war close gerade. Ich dachte gerade, das war's für uns, weil... Also nicht, das war's, aber... Ich dachte, wir verlieren... Ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen. Du könntest ruhig mal ein bisschen mitschießen, Junge. Okay, wir haben's gleich. Glaube ich. Die Spinnen bewegen sich auch so random. Das ist so eklig.
Okay. Was bist du? Boss of Steel? Weiß nicht, was die mir jetzt gebracht hat. Ich weiß nur, dass ich erstmal da unten reingehe. Temporary Body Generator. Was die roten Feuer ausmachen? Weil die schießen Zeug. Genau das meine ich. Okay. Temporary Body Generator. Ich probier's mal aus. Ja, super. Die bleibt in einem Raum hängen. Wie sind los? Oh nein, nicht die. Nicht die, 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 nicht die. Oh nein, ich hasse die Dinger. Ich krieg meistens keinen von denen tot, ohne mindestens einmal getroffen zu werden. Das ist richtig assi. Weil in so einem Raum. Alter, ey. Schon wieder. Schießt der nicht? Ich dachte, der schießt wenigstens oder so. Ah, der schießt gar nicht. Ich sehe anscheinend, was passiert. Okay, eine Seite geklärt. Okay, super. Haben wir die auch? Ja, sie sehen, ich fange schon wieder an, nicht in die Kamera zu gucken, weil es einfach gerade mega schwierig ist. Ähä. Toll. Moment, ich probiere das mal so. Das ist ja witzig. Wie soll man das denn machen? Ah, guck mal hier. Ah, eine Idee. Genau. Los, Fliegi. Fliegi? Aua. Okay. Aua. Muss ich anscheinend ganz schnell draufhauen, sonst bringt das nichts. Okay. Na. Ah. Ja, jetzt trifft er mich. Nee, dann nicht. Okay, super. Alter, das war kompliziert. Okay. 2,5 Soulhearts noch. Wir schlagen es besser, als ich dachte. Und ich dachte sowieso schon, dass wir gleich sterben. Alter, ich bin gerade echt gut. Also ich würde das niemals eigentlich so von mir behaupten, aber ich schlage mich gegen diese Viecher da gerade echt gut. Andere wird es natürlich wahrscheinlich 1000 Mal besser machen, aber für meinen Teil bin ich zufrieden. Okay, wir könnten uns die Fliege kaufen. Giant Spiders and Flies. Was bringt mir das jetzt? Giant Spiders and Flies. Da haben wir es. Cause your friendly blue spiders... Causes your friendly blue spiders and flies to become bigger and no two more to become bigger and do two more damage. Irgendwie kann man da, wenn man noch so ein Item hat, Float of Flies machen. Wie viel Damage machen wir? Wir machen, glaube ich, doppelt so viel Damage, bin mir nicht sicher. Nein! Hässliches Vieh. Ja. Alter, wie oft der schießt. Okay, haben wir den auch geschafft. Wir haben 0 Bomben. Haben wir gerade benutzt schon, okay. Wir können nochmal hierher, dann können wir nochmal hier runter, dann können wir nochmal hier rüber. Da liegt eine Batterie, die wir nicht benutzen können. Ich frage mich, für wen die Batterien sind. Ja, ich habe mir so überlegt, ob ich da eine... Ach, nein. Obwohl, komm, wir probieren jetzt mal das Soul Heart. Wer weiß. Was, vielleicht kriegt man Soul Heart, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich frage mich gerade, ob wir mit 1,5 Herzen gegen den nächsten Boss ankommen. Ich hoffe es, ich weiß es aber nicht. Bitte lass es nicht die Göcklinge sein.
Ich hasse die Gurken, ihr wisst das. Wer ist das denn? Pestilenz? What the fuck? Ach so? Ja, super, ich freue mich jetzt schon über den Typen. Wie soll man denn da vorbeikommen? Und ich bekomme irgendwie so ein hässliches Vieh, was glaube ich nicht mal schießen tut. Okay, jetzt wird es echt kritisch. Würdest du mal aufhören, alles Mögliche zu spawnen, du Hässlein? Das ist ja, ja. Ich raste hier gleich aus und krieg irgendwelche Aggressionen. Ja, super. Das ist jetzt ganz schlecht. Da musste ich durch, sorry. Das ging jetzt nicht anders, sonst hätte ich wahrscheinlich mehrere Herzen verloren. Alter. Wie hart bitte? Nein! Nein! Es war so gut. Mist. Ah, fuck. Ja. So, wie zu der Runde, The Binding of Isaac, ich glaube, die werde ich am Stück hochladen und ja, dann legen wir mal mit einer neuen Runde los.